Der Turnverein hat sich auf den Weg gemacht. Es finden unglaublich viele Gespräche mit neuen Sponsoren, neuen Unterstützern, neuen Partnern statt. Das merkt man, das spürt man. Hier ist Bewegung drin, nicht nur im sportlichen Sinne, sondern wirklich im gesamten Umfeld, in der gesamten Region. Die Region rückt einfach auch zusammen, um auch dem Turnverein Gelnhausen ja wirklich eine gute Grundlage, eine gute Basis zu geben, um ihn einfach auch sportlich erfolgreich nach vorne zu bringen. Ja, hier heute am Kino in Gelnhausen hat es mega Spaß gemacht. Es wurde super besucht. Die Leute sind jetzt immer noch gesellig. Ja, die Fans können gespannt sein auf eine weiterhin hungrige Mannschaft. Wir wollen natürlich unser Saisonergebnis bestätigen und uns weiterentwickeln, aber gemeinsam mit den Fans natürlich auch wieder ordentlich Stimmung in der Hölle Süd in der Rudi-Lechleitner-Halle machen. Und da freuen wir uns mächtig drauf. Die Entwicklung habe ich jetzt ja auch in den letzten 5,5 Jahren immer aktiv miterlebt. Besonders in den Spielen, wenn wir dann in der Halle sind und die Hölle Süd bebt. Und das macht dann auch schon Spaß, ja, wenn man auch ein Teil dieser ganzen Halle ist, dieser Bewegung, dieser jungen Leute, die dafür ihr Team kämpfen. Ja, wir wollen auf jeden Fall an den gezeigten Leistungen vom letzten Jahr anknüpfen. Da haben wir natürlich einen super dritten Platz gebracht. Das wird jetzt natürlich in dieser neu zusammengestellten Staffel sehr schwierig werden, das tabellarisch auszudrücken, aber wir wollen noch eine Schippe drauflegen. Der TVG hier in Gelnhausen, ein Leuchtturm für die Region mit dem Handballsport, der hier vor Ort geboten wird. Das wurde heute Abend hier für mich sehr deutlich spürbar. Was ich heute Abend hier erlebt habe, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Kreissparkasse Gelnhausen hier als Premium-Partner hier mit dabei ist, mit an Bord ist in den nächsten Jahren. Und ich hoffe halt, dass die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, denn dann hat sie letztes Jahr die Basis gelegt und dieses Jahr können sie sicherlich darauf aufbauen und sie haben wieder ein Jahr mehr Erfahrung. Ich denke mal, da geht noch ein bisschen was nach oben. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock, mit der Mannschaft zusammenzuspielen, die Fans im Rücken zu haben. Letztes Jahr war einfach nur wirklich sehr stark, was die Jungs gemacht haben. Da war ich leider auf der anderen Seite vom Spielfeld gewesen, aber wirklich, ich habe echt Bock, Teil davon zu sein und hoffentlich den Handball noch ein bisschen attraktiver zu gestalten. Ja, eine tolle Vorstellung der neuen Mannschaft für die neue Saison. Es hat sich gezeigt, nach dem sensationellen Ergebnis in der letzten Saison, dass der TVG wieder toll aufgestellt ist mit einem jungen, aber gleichzeitig auch erfahrenen Team mit zwei tollen Neuzugängen. Und man hat richtig gemerkt heute Abend, die sind richtig heiß, dass die Saison jetzt beginnt, sind hungrig nach Siegen und ich wünsche der ganzen Mannschaft ein tolles Ergebnis für die Saison und einfach richtig viel Spaß bei allen Spielen. Die letzte Saison hat die Messlatte natürlich extrem hochgelegt. Die Saison oder beziehungsweise diese Staffel dieses Jahr ist extrem gut, sehr, 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 sehr viel Qualität drin. Ja, wir wollen einfach versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und gucken, dass wir die Leistung von der letzten Saison irgendwie bestätigen können. Ich traue den Jungs sehr, sehr viel zu. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, eine neue Konstellation, sind neue Mannschaften dazugekommen, auch sehr starke Mannschaften. Aber die Mannschaft, so wie sie sich heute präsentiert hat und das, was wir gehört haben, sind sie sehr gut drauf und da ist alles möglich. Wir freuen uns alle total. Gutes Gefühl auf jeden Fall. Wir haben viel, viel, viel investiert in der Zeit jetzt, in der Vorbereitung. Ich freue mich auf die volle Halle endlich wieder, dass es losgeht. Und dann schauen wir mal, ob wir Coburg nicht ein bisschen ärgern können.